Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask, die Erde bebt. Die Stunden vergehen, wir haben hier noch etwas zu sehen. Hallo, Dampe, was geht ab? Oh, yeah, sie sind da, geh weg! Sorry. Du, wer bist du? Ich kann nichts sehen, es ist zu hell. Du bist kein Geist, oder? Es ist zu hell? Das ist wohl ein Witz, oder? Ein Feenkind? So war das Licht der Fee in diesem Falle. Bin ich höchst erfreut. Ich suchte nach dem königlichen Schatz, doch meine Fackel ging plötzlich aus. Würdest du vor mir hergehen und den Weg für mich ausleuchten? Lass mich dein Licht verwenden. Führe mich an den Ort, an den du glaubst, dass dort der Schatz vergraben sei. Ich würde den Schatz auch mit dir teilen, jetzt zähle ich auf dich. Okay. Ach, du folgst mir jetzt. Kannst du hier einfach graben? Wohin gehst du? Ich wünschte, du wirst ja etwas langsamer gehen. Oh mein Gott, die Zeit hier. Oh, etwas an diesem Ort ist seltsam. Möchtest du, dass ich hier grabe? Jop. Was ist das? Etwas seltsam ist kein Schatz. Was ist das? Ach so. Hier bin ich, mein Freund. Komm mit mir. Komm mit mir, mein Freund. Guck mal, mein Licht visiert dich an. Hier ist noch was, Mann. Krass, ich muss ihn anvisieren. Das ist ja echt. Etwas an diesem Ort ist seltsam. Möchtest du, dass ich hier grabe? Jupp. Er kann die ganze Erde für mich umgraben. Etwas Seltsames liegt hier verborgen, aber nicht der Schatz, den ich dir wollte besorgen. Oh, die Erde webt schon. Was ist das? Was? Ich wusste doch, ich kenne diese Geräusche hier. Komm schon. Den will ich natürlich auch haben hier. Okay, etwas an diesem Ort ist seltsam. Möchtest du, dass ich hier grabe, mein Freund? Natürlich will ich das. Hier scheint nichts zu sein. Bring mich woanders hin. Das hier sieht wahrscheinlich eher so aus, als wäre hier was vergraben. Okay. Ich fall da runter. Was ist denn hier los? Ist er jetzt da oben drauf? Oh nein, ich muss sie wieder dahin führen. Ah, und der fährt da dahin. Ach, alles klar. Komm schon. Wo warst du plötzlich? Ich habe dich gesucht. Komm schon. Oh, du bist so lahmarschig. Krass, Mann. Was ist los mit dir? Oh nein! Ja, da sollst du bitte auch. Ja, grab mal bitte. Was ist da? Nichts. Okay, ich habe keine Angst vor dir. Lieber Han. Hey, hier, komm mit. Komm hier bitte lang. Denn da weiß ich ungefähr, wo du hin musst. Ich hoffe, diese Hand kommt einfach nicht wieder. Ja. Hier. Kletter mal bitte rauf. Komm schon. Ich denke mal, der kommt jetzt hierher, oder? Oh, sehr schön. Der kommt tatsächlich hierher, krass. Wo bist du? Komm her. Was für eine krasse Rätselatmosphäre hier doch ist. Komm her, mein Freund. Bevor das wieder wegfliegt. Ja,
Also, was ist seltsam hier? Weißt du, dass ich hier grabe? Na, dann grabe ich hier doch mal. Was hab ich hier? Etwas Seltsames liegt hier verborgen, aber es ist kein Schatz. Zeig mir etwas anderes. Komm mit runter, mein Freund. Oh, der springt auch hier runter. Ist ja krass. Krass. Komm her, Boris. Nummer 2. Fake Boris. Ha, ha, ha. Manövrieren wir ihn hier durch. Du siehst mich, du siehst mich. Komm schon, komm schon. Solange nicht dieser dreckige Griffel wiederkommt. Komm schon. Ja, hier, hier bitte hin. Komm, kletter rauf hier. Junger Freund. Komm schon. Was tust du? Ja. Wieso läufst du so komisch? Krass. Das war nicht geplant. Doch hier hin. Das habe ich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Weil er ist ganz merkwürdig gelaufen gerade. Oh mein Gott, war das knapp, glaube ich. Komm schon. Mann, bist du lahm, ey. Hier ist Sand. Grab es aus. Und das ist auch falsch, oder was? Das wäre jetzt auch heftig, wäre das falsch. Oh, etwas an diesem Ort ist seltsam. Möchtest du, dass ich hier grabe? Es ist, liegt hier verborgen, aber es ist kein Schatz. Okay. Hä, wohin gehst du? Ich wünschte, du wärst nicht so schnell. Ja, ich wünschte, du wärst einfach nicht so doof und würdest mir den Schatz ausgraben. Whatever he wants. Wer ist das hier? Komm mal her. Hier bin ich. Hier bin ich. Was ist das hier, hä? Grab mal das hier aus. Okay, das hat nichts zu bedeuten. Okay, das war vielleicht dumm. Vielleicht brauche ich ihn trotzdem. Muss ich ihn trotzdem hier irgendwo raufführen? Oder ich muss hier alles ausgraben. Das kann natürlich auch möglich sein. Hä, hey, wo willst du denn hin? Komm her! Hallo! Dann muss ich ihn ja hier hinführen. Komm schon. Springen. Ah, ich werde mal was machen. Ach, das bringt mir sowieso gar nichts. Ich dachte irgendwie, das wäre wichtig. Kann man das hier in eine Flasche packen? Nee. Irgendwie nicht. Wo bist du? Hallo, Dampe. Mann, Dampe, komm her. Jetzt komm mit. Ding, ding, ding. Er ist nicht die hellste Kerze an der Leuchte oder sowas. Definitiv nicht. Wo willst du hin? Komm zu mir. Das ist ja ein Geduldsspiel hier. Kann man die Kamera drehen? Nee. Der letzte Tag ist angebrochen. Es verbleibt nicht mehr viel Zeit. Komm schon, Dampe. Mach mal ein bisschen hinne hier. Ich will das nämlich haben. Womit man Geister einfangen kann. Komm mit. Komm her. Lauf durch den Krug. Also, Hauptsache, du kommst mit. Kannst du nicht mitkommen? Kommst du mit hier hoch?
Hä? Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ach, hier wohnt der Typ, oder was? Ist überhaupt nicht witzig. Warum? Ach, wartet mal. Vielleicht kann ich das ja damit ausgraben. Du kleiner Spacken. Ich verstehe das Rätsel nicht. Ist es jetzt Sinn, alle Dinger aufzumachen oder was? Na gut, dann machen wir das mal so. Komm mal mit. Reden. Hier, komm mit. Komm mal hier. Das ist ja echt fürchterlich hier. Ja, und etwas ist an diesem Ort seltsam. Möchtest du, dass ich das ausgrabe? Ja. Etwas Seltsames liegt verborgen, aber es ist kein Schatz. Aber der Schatz kommt doch noch, mein Freund. Das kommt doch alles noch. Sei mal ein bisschen geduldiger, mein Freund. Ach, du bist so kacke. Komm her. Mann, das ist ja echt ein schleichender Part. Ha. Oh, etwas ist an diesem Ort vergraben. Möchtest du, dass ich hier grabe? Weil ich denke mal, diese ganzen Flammen muss man freischaufeln, oder? Etwas Seltsames liegt hier verborgen, aber es ist kein Schatz. Aha, okay. Ich dachte vielleicht, erkennt das nur ich und er nicht oder sowas. Wer weiß das schon. So, vergraben. Oh, etwas ist an diesem Ort. Möchtest du, dass ich grabe? Natürlich möchte ich das, mein Freund. Da ist einfach nichts. So, folgen Sie mir parallel zu diesem Wege. Du läufst wie ein Humpelbein. Also ich hätte es jetzt verstehen können, wenn ihr das vorspult. Weil das ist echt nervig. Ah, komm her. Dampe, ich stürze dich gleich von einer Rampe. Ganz aus Versehen. Anführungsstrichen. So. Etwas ist an diesem Ort seltsam. Möchtest du, dass ich hier grabe? Dann sage es mir. Mein Sklave. Was machst du? Lässt mich hier graben, Junge. Ah, ziemlich witzig. Komm rein hier. Denke mal, es ist nicht leichter. Es ist leichter, als man denkt. Und es ist einfach. Er soll einfach hier rauf. Und alles aufgraben, damit ich das kriege, was ich brauche. Mit meinem Geist damit. Was meint ihr denn? Komm zu Papa. Dampe, mach bitte keine Sachen. Sonst nenne ich dich SCHL. Dampe, komm mal rein hier. Das war knapper als gedacht. Etwas an diesem Ort ist seltsam. Möchtest du, dass ich hier grabe? Ich grabe hier alles für dich aus. Mein Freund, hier ist einfach gar nichts. Komm mit. Komm mit, mein Freund. So, jetzt. Kann ich dich jetzt hier einfach quer rüberschicken, mein Freund? Ah, das ist echt die fürchterlichste Aufgabe, die ich je gemacht habe in einem Zelda-Spiel. Ich lenke ihn jetzt mal bewusst hier rum, weil ich keine Ahnung habe sonst. Bam, 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 bam. Ja, vielleicht muss ich das anders machen. Vielleicht muss ich den Song des Sturms spielen, den ich gerade gelernt habe. Komm. 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 Zack. Wo bist du? Du Dampe. Für einen Dumpingpreis. Komm schon. Komm hier rüber, ihr Captain the Burn.
Das wäre so krass, wenn er jetzt einfach wieder zurückfahren würde. Aber ich glaube, das macht er nicht. So. Ich hätte noch eine Idee. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Erstmal machen wir hier alles frei. Solche Graben, Junge, oder was ist hier los? Ey, komm mal jetzt mal klar langsam hier. So, wir haben jetzt alles freigeschaufelt. Oh, Banana. Oh no. Der Anführer der Geister. Was willst du denn? Bist du? Wir werden dich ganz einfach, so wie wir sind. Komm schon, stirb! Mit einem Pfeil im Arsch, das finde ich gut. Ja. Was willst du eigentlich, ja? Komm nur her! Nimm das trotzdem! Du bist trotzdem ein Nichts. Hinter mir tauchst du auf. Ich nehme an, von da, sag ich doch. So ein bisschen parallel zu dem, was... Das ist ein Geist und ich werde... Warum auch immer in der Flasche bewahren, wenn das geht. Ah, ging das nur bei Ocarina of Time oder was? Nee. Nimm das. Ich weiß nicht, was das bringt, aber hier. Du hast deinen Nachtschwärmer gefangen. Dieser flüchtige Geist kann vielleicht von großem Nutzen sein. Wer weiß das schon? Nein, tatsächlich erinnere ich mich dann noch an was. Da wollen... Ach, das werdet ihr sehen. Das ist gar nicht mehr weit entfernt. So, komm nur her. Du zauberhafte Sache, die ich mir jetzt hier nehmen kann. Was auch immer es sein mag. Eine Flasche. Jawohl. Damit kann ich Geister aufbewahren. Na gut. Es bringt mir das jetzt, einen Geist hier aufzubewahren. Wenn die Zeit hier fast um ist. Aber man musste nur diese ganzen Seelen einfach nur retten. Den Dampe nicht mehr quälen. Dass er das unter seinem Haus hat. Ich habe den Geist erledigt. Du kannst ganz in Ruhe schlafen, Herr Dampe. Okay. Hallo. Ich habe ihn besiegt. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Hier würde ich nie wieder drin schlafen. Vor allem hier ist so eine Hintergrundkulisse. Und dann hast du noch so einen unheimlichen Keller. Also ich weiß nicht, wie du hier leben kannst, mein Freund. Das ist echt keine schöne Sache. Okay. Hier sieht er auch sehr mysteriös aus. Kann ich hier irgendwie etwas tun? So? Krass. So easy. So easy, so easy, so easy, so easy. Ah, schon wieder eine Krabbelmine oder was? Mir wäre was anderes lieber. Sowas wie ein Herzteil zum Beispiel. 5 Krabbelminen. Oh, gut. Ich wusste, dass der im Weg stehen würde. Da oben drauf. Da kann ja gar nichts mehr drin sein, so wirklich. Na gut. Deine Maske habe ich nämlich schon. Du junger Freund. Lied der Schwingen wird mich wohin bringen? Zum Ikana Canyon. Canyon von Ikana. Um genau zu sein, finden wir einen Weg rein. Wir haben jetzt 5 Flaschen, alter Schwede. 5 Feen können wir damit holen. So. Da reden wir schon von einer und da haben wir sie auch. Bom. So.
Was ist denn jetzt? Zwar kann ich nicht sehen, aber ich spüre einen kalten Hauch. Hast du denn keine Maske, die das Böse sichtbar macht? Oder kurz gesagt, du Idiot, setz doch die Garo-Maske auf. Ah! Meister, ich hab gerufen! Was bist du? Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ha! Mit einem Streich auf die Bretter geschickt. Unglaublich, du bist mir als ehrwürdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, ich öffne mein Herz und lasse dich an meinem Wissen teilhaben. Um dem ausgetrockneten Fluss am Hügel vor die Kader zu füllen, musst du zur Höhle der Quelle gehen. Es zu glauben oder nicht, liegt bei dir. Zu sterben, ohne unsere Körper zu hinterlassen. Das ist der Weg der Garo. Tschüss. Ach so. Okay. Zombies? Mumien oder so? Bleib von unserem Haus weg. Mein Vater ist keiner von euch. Ach so. Muss ich die töten? Oh. Sind so gruselig. Oh, ein paar Stunden noch. Ah, mein Vater ist keiner von euch. Zack, zack, zack. Das werden wir ja sehen. Ich meine zu glauben, zu wissen, was passiert. Und das ist sehr... What? Und ihr steht wieder auf? Oh mein Gott! Stirb! Bleib von unserem Haus weg, mein Vater ist keiner von euch. Wie kann ich dir denn vernichten? Ist hier noch einer? Okay. Jetzt? Hey, diese Mucke, Alter, krass. Komme ich da irgendwie anders rauf? Oder sind die nur tagsüber da? Es sind so viele Höhlen und so. Ja, ja, ich bin auch keiner von denen. Oh, Mensch. Na gut, liebe Leute. Dann spulen wir doch mal die Zeit zurück. Vielleicht kommen die ja nur tagsüber oder so. Ich weiß es nicht. Nee. Nehmen wir das übliche Prozedere. Wir geben ein bisschen Geld ab. Und dann spulen wir die Zeit zurück, meine Freunde. Die Zeit wird zurückgespult. Unruhstart. Die Musik ist echt böse hier. Krass. Nein, nein, Majora. So tiefgründig fühlt sich diese Musik an. Irgendwie, keine Ahnung. Ah. Yeah. Und dann spulen wir die schöne Zeit zurück. Oh mein Gott. Ah, schon tiefgehende Musik. Was ist los an einem Tag wie die? Du hast die Stadt noch immer nicht verlassen. Du bist wirklich erstaunlich, kleiner Mann. Entschuldige bitte, lass mich einen Blick auf dich werfen. 800.000 Rubine hast du dir gespart. Das wäre krass. Es ist 1996. Gib mir diese ganzen Rubine. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer angesammelt hast. Ein... Du wirst jetzt was Wunderbares erleben, mein Freund. Denn die Zeit dreht sich zurück und du wirst dich immer noch daran erinnern, wer ich bin. Ha 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 ha. Deine Tresore sind anscheinend zeitgeschützt, so wie deine komische Tinte. Fast ein Fünftel des Geldes, das wir für das Herzteil bei dem Typen brauchen, haben wir. Aber es gibt hier so viele Herzteile, 52 Stück oder so. 53? Auf jeden Fall richtig viele. Komplett krass. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Hä?
wollte gerade sagen, habe ich das nicht geschafft? Was ist da los? Kommt zu nix. Lied der Schwingen. Wo wollte ich denn dahin? Was für tolle Musik. Was für ein tolles Stück. Mann, ist das eine Wurst. Oh, die Mucke. Krass. Ja, ich weiß schon. Krass. Ich habe einen Vorwärtshieb nach hinten gemacht. Es geht ab. Bleib von unserem Haus weg. Mein Vater ist keiner von euch. Anscheinend ja doch. Krass, was muss ich denn hier machen? Komme ich da irgendwie so rauf? Ich will da rein. Verdammt. Lass mich rein. Ha. Das scheint nicht richtig zu sein. Muss ich mich mal wo hier umgucken, wa? Oh, da muss ich doch das Wasser erstmal zum Laufen bringen. Höhle der Quelle. Aufgrund diverser Geistererscheinungen ist der Zutritt untersagt. Geistererscheinung? Was ist das hier? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Was hast du im Königreich von Nikana zu suchen? Dieses Land gehört uns Geistern! Ein Geist! Wer hätte das gedacht? Moment, du siehst aus wie dieser andere komische Geist. Ich... Dies ist kein Ort für jemanden, der so voller Leben ist wie du. Ich werde dich umbringen. Willst du etwa in unsere Reihe... Das war quasi das, was ich gesagt habe. So soll es sein. So schlafe sanft zur Melodie der Schatten, die Dua, der große Komponist, nun anstimmen wird. Und sei willkommen im Reich der Toten. Was? Okay, man verliert Energie. Wie ging das Lied nochmal? Nee, das ist es nicht. So war das, ja. Höret die Melodie des Sturms. Nein, das war falsch. okay. Ich muss nochmal gucken, wie das ging. Verdammte Kacke. Hymne des Sturms. A runter hoch. Okay, Entschuldigung. Ja, das ist das schöne Lied. Ha, was sagst du nun? Verstumme! Was ist das? Dieses Lied! Verdammte Scheiße! Es ist so nass, ekelhaft! Nein, das kann nicht sein, dieses Lied! Er ist verschwunden? Einfach so? It's a water. Da ist doch bestimmt noch was im Wasser drin. Herzteil oder so. Oh. Dieser scheiß Geist. Ah. Warum schwirren die da so rum? Ich dachte erst, das ist das Lied von Super Mario 64 unten in diesem Geisterdings. Tingelt so, das ist voll schön hier oben. Voll schön hier oben. Sehr gut. Kniet nieder, ihr Sklaven des Todes. So fröhlich. Das ist mir zu fröhlich. Ich könnte kotzen. Alter Schwede.
Also, yeah, groovy, rock'n'roll. Achso. Haha, der gräbt sich wieder ein. Ja, warum nicht? Wir bringen wieder Leben in die Bude. Ja, ist doch schön. Diese Cutscene dauert eindeutig zu lange. Die Tür ist auf. Moin, mein geliebter Bruder! Vergib deinem närrischen Bruder, der davon träumte, das Königshaus könne wieder auferstehen! Mann, du, der die Toten nicht fürchtest! Durch das Lied meines Bruders hast du den Fluch gebrochen, der auf mir lag. Dank gebührt dir! Wir Toten sollten nicht in der Welt der Lebenden verbleiben. Es war alles nur ein Trick des Maskierten, der die Dinge in Aufruhr versetzte. Doch zeigst du wahrlich keine Furcht vor den Toten. So geh zum Tempel in diesem Land und bekämpfe die Wurzel des bösen Fluches, der uns so quält. So höre nun. Ich, der Einzige, der den Weg in den Tempel hinein kennt, werde dich zum König entsenden. Der König wartet in den Ruinen des Schlosses auf das Eintreffen des einen, der den Fluch brechen wird. So lautet meine letzte Bitte. Okay, ich will jetzt in dein Loch da. Gucken, ob es da irgendwas gibt. So, mal runter. Sei denn, ich sterbe jetzt, das wäre... Oh, hier ist nichts. Hier ist nichts. Also wirklich, dieses Loch ist mir viel zu auffällig, als dass hier nichts ist. Na gut. Wer so meint. Vielleicht ist ja unter Wasser irgendwas. Kann ich dabei das Auge der Wahrheit nutzen? Natürlich kann ich das. Aber unter Wasser anscheinend nicht. Okay. Hier ist anscheinend nichts. Na toll. Boah, was für ein Sprint. Ich gucke mich hier trotzdem um. Ich traue diesen Geisterdingern immer nicht. Da ist doch immer irgendwas im Busch. So, na gut. Dann kümmern wir uns mal um das andere Haus hier. Der Part ist ja auch schon gleich wieder vorbei. Ist ja krass. Schnell das geht. Ah, die Mucke ist viel zu fröhlich für diese Gegend. Aber immerhin fließt hier jetzt wieder Wasser. Das ist doch schön. Oh, wer bist du denn? Ah, ein Junge. Ich muss hier wieder rein. Bitte. Ah, okay. Kommt sie wieder raus, oder... Was kann diese Maske hier? Warte mal. Werde so unauffällig wie ein Stein und deine Umgebung würde ich nicht mehr wahrnehmen. Ich werde jetzt einfach mal... Ich denke mal, das funktioniert. Muss ich jetzt wieder verschwinden hier oder was? Wollen wir doch mal testen, ob das wirklich der Fall ist. War sie gerade da? Ich dachte gerade, sie war da, aber das war dieser Vogel da hinten. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder weg. So, lass mich mal nochmal hier rein. Ich bin auffällig, unauffällig wie ein Stein. Diese Maske ist echt hässlich. Aber okay. Wollen wir mal nicht so sein. Nehmen wir mal nicht den Pfad des Wassers entlang. Okay. Was ist hier nicht richtig? Nein, nein. Okay. Was kann ich machen? Vielleicht Musik? Nee. Das scheint es nicht zu sein.
Kommt die jetzt gar nicht mehr raus, oder was? Wie soll ich das machen? Moment. Werden wir doch mal ein bisschen kreativ. So. Das ist trotzdem zu kurz. Schade. Hätte ja klappen können. Also ich fand das jetzt gar nicht so doof eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Was kann ich nur tun, damit sie mich nicht wieder erkennen? Ah, eine Fehlkelle. Das ist ja für den Tempel, das ist ja dennoch irrelevant, aber es scheint, der Tempel scheint hier sehr nah dran zu sein. Und dem ist auch so. Daran erinnere ich mich auch noch. Aber das war irgendwie eine krasse Sache. Gucken wir uns mal in der Gegend um, ja. Und dann... Was? Was geht ab? Hier war auch noch irgendwas. Alter, wusste ich doch nicht, dass ich da... Dass da Besuch empfangen wird. Ja, dass die Angst hat, dass sie scheu ist. Ah, warte mal, hier war irgendwas. So, komm mal her. Lasse dich vernichten, mein Freund. Wer bist du denn? Meister, ich hab gerufen. Was bist du? Also da hast du aber dich ganz schön offen gelassen, du. Unglaublich, du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich dir mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Die Odedam-Hügel und im inneren Garten des Schlosses von Ikada sind miteinander verbunden. Es zu glauben oder nicht, liegt an dir. Zu sterben, ohne irgendwas zu hinterlassen und so. Dafür waren mir meine Kinder auch dankbar. Na. Ausgetrockneter Brunnen. Aufgrund diverser Geistererscheinungen ist der Zutritt untersagt. Es macht jetzt keinen Sinn, den jetzt noch zu erforschen. Denn der Part ist jetzt auch so gut wie vorbei. Ich werde dieses... Ich dachte, da ist noch ein Haus. Was ist hiermit? So. Geisterhaus. Ziellose Geister warten auf ihre Ankunft. What? Oh. Na gut, ich würde sagen, wir treffen uns beim nächsten Mal und ciao!